Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eidolon zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Das Herrscher-Pokémon besiegt. Ja. Alles ist mit drauf, naja, ich sag's mal direkt mal so, nichts ist mit drauf. Ich habe das ja so gemacht, dass ich das Offscreen trainiert habe und dann die Prüfung Offscreen bestanden habe. Und ja, im letzten Part habt ihr gesehen, wie ich das Herrscher-Pokémon versucht habe zu besiegen. Und ja, heute habe ich es dann auch gemacht. Naja, muss so gehen. Danke, Zwergenvieh. Ja, die Großprüfung mal wieder bestanden. Kann es jetzt weitergehen in der Story und auf der Insel. Tokomaru und Jakob, sie wurden vom Herrscher-Pokémon gerettet. Dieses Herrscher-Pokémon ist der Wahnsinn. Und das, du hast es besiegt, Zwergfee. Das heißt, du bist ein wahnsinnig guter Trainer. Ja, das Pokémon war schon schwer. Also muss man wirklich sagen, das war ein sehr, sehr zäher Kampf. Also unbedingt ein sehr schwerer Kampf. Also das sollte man nicht unterschätzen, dieses Pokémon. Aber hallo. Das hat ein bisschen gedauert. Und war mit sehr viel Glück verbunden. Also der Sieg darüber, über dieses Pokémon, war nicht selbstverständlich. Ich frage mich, was es mit dieser Aura auf sich hat, von der Herrscher-Pokémon umgeben sind. Am Herrschomat besteht auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Togemaru und die Akub sind schließlich meine Freunde. Das schulde ich ihnen. Du hast recht, Chris. Wenn man irgendwo etwas entdeckt, was man verbessern kann, sollte man es auch tun. Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist, das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Pokémon-Kämpfer. Ja, Zwergfee. Für den Sieg über das Herrscher-Pokémon bekommst du von mir den Z-Kristall Voltium Z. Da ist er, der Voltium Z-Kristall. Und die große Prüfung haben wir bestanden. Oder halt einfach nur die Prüfung. Die große Prüfung kommt wohl noch. So schaut's aus. Hey Chris, du musst ihr noch die Z-Pose beibringen. Schau genau hin. So geht die. Z-Pose! Gratuliere zur bestandenen Prüfung. Und auch dir vielen Dank, Captain Chris. Mein Herz rast noch immer wie verrückt. Hehe. Achso, das ist Marlon. Hehe, du bist zwar mein Cousin, aber dich zum Captain zu machen war eine gute Wahl, Chris. Normalerweise werden die Captains ja vom Inselkönig ernannt, aber hier auf Ulla Ulla laufen die Dinge nun mal ein wenig anders. Genau, ich wurde von Marlon zum Captain ernannt, nicht vom Inselkönig. Aber du hast es wirklich drauf, Zwergfee. Vielleicht wäre es dann eine gute Idee, ihr die Kampfagentur zu zeigen. In hervorragende Idee, Marlon. Zwergfee, kommen wir besuchen den Festival Plaza. Die Kampfagentur, dort ist es einzigartig. Viel Spaß euch beiden. Wenn es nicht unbedingt sein... Doch, es muss unbedingt sein. Ja, ich würde nämlich gerne weiter an der Geschichte und weiter auf der Insel. Aber naja, müssen wir wohl erstmal die Kampfagentur beobachten, besuchen. Vor dir siehst du die Rezeption der meiner neuesten Errungenschaft, die Kampfagentur. Aber eins nach dem anderen. Zuerst musst du hier ein Pokémon ausleihen. Damit hast du die Wahl zwischen drei verschiedenen Pokémon.
Wenn du dich entschieden hast, musst du nur noch zwei andere Trainer in deinem Team einladen. Ich schweige gerade wegen der Musik. Die Musik im Hintergrund. Die nennen mich ganz leicht, nicht nur ganz leicht, sondern ziemlich dolle. Ja, sag nicht ganz leicht, wenn es sehr dolle ist. Die nennen mich ziemlich dolle an die Musik aus Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Mhm. Genau dieser Titel. Den habe ich schon zweimal gespielt, also einmal 2016 und einmal 2017. Nämlich genau in den Adventskalendern. Und da kommt dann wahrscheinlich 2018, also dieses Jahr im Dezember, dann der dritte Part. Genau das meine ich, genau diese Szene finde ich, diese Szene in der Musik. Ja, seltsam. Ja, ich glaube, ich will es jetzt nicht vergleichen, also ich würde jetzt hier nicht, würde auch nicht Kopf und Kragen drauf wetten, aber klingt doch ziemlich ähnlich, also für mich klingt es so. Natürlich solltest du jemanden finden, der stark Pokémon aufweist. Dann könnt ihr Seite an Seite kämpfen, um wertvolle Preise einzuheimsen. Naja, ist ja beides von Nintendo, also kann durchaus sein. Je öfter du gewinnst, desto weiter steigst du im Rang auf. Und je höher dein Rang, desto stärker die Pokémon, mit denen du kämpfen kannst. Also kämpfe, was das Zeug hält, und versuche so weit wie möglich im Rang aufzusteigen. Damit wäre meine kleine Einführung auch schon beendet. Probier es doch einmal gleich aus. Ja, wird gemacht. Oh, jetzt sind wir wieder zurück. Na, wie hat's dir die Kampfagentur gefallen? Einfach toll, oder? Ich hatte da übrigens noch eine Bitte an dich. Der gute Cookie hat dir nämlich neuerdings etwas liegen lassen. Seine Maske. Du hältst das alte Maske des Professors. Maske des Professors wurde in der Basis ein Muster verstaut. Also, in Pokémon Sonne wurde damit ein bisschen nebulöser umgegangen. Hier wird dir förmlich ein Kopf geworfen. Der Professor ist der Maskoyal. In Pokémon Sonne war das so, vielleicht ist das, vielleicht auch nicht. Da gab es nicht wirklich Beweise. Hier kriegst du die Maske an den Kopf geworfen. Okay, wollte zum Malicher Ziergarten zurück. Entschuldigung für die Umstände. Aber könntest du die Maske... Ja, die Maske... Bitte bei ihm abliefern. Bei unserer nächsten Begegnung müssen wir unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Stimmt ja. Ich habe ja nicht gegen ihn gekämpft. Ich habe gegen das Pokémon, das Herrschertier, gekämpft. Na denn. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Ja, wir kommen nochmal zurück und kämpfen nochmal gegen ihn. Aber erstmal werden wir jetzt aufbrechen zum Manier Ziergarten, wo uns ein ulkiger und wahnwitziger Dialog zwischen Professor Kokui und ein paar anderen Leuten erwartet. Und wir werden, glaube ich, nicht mit dem Bus fahren. Ich würde gerne hier die Strecke zurücklegen. Einfach zu Fuß da runterlaufen. Ja, es wird eine spannende Strecke. Machen wir doch direkt mal. Ich habe schon einen Trainer. Ja, komm, kämpf mit mir. Oh nein! Stimmt, ich hätte meinen Pokémon... Ja, ich hätte meinen Pokémon zum Pokémon-Center bringen können. Ja, aber gut. Nach einer geschafften Inselprüfung. Ja, was macht man da? Natürlich direkt weiterlaufen, den nächsten Trainer. Naja, typisch Zwergi. Da will man sich in Ruhe die Parabolantennen. Ah, ist ja ein kompliziertes Wort. Die Parabolantennen ansehen. Und was findet man? Einen Trainer. Oh, war ja. Mein Pokémon-Team ist wirklich Fujikato. Ach du Scheiße. Wie soll ich das hier noch schaffen? Diesen einen Kampf. Na gut, es ist nur ein Pokémon, aber... Ja, mein Team. Ihr seht's selbst. Ja, das ist nicht nur geschwächt, sondern, ja, wie schon gesagt, Fujikato. Futsch am futschesten. Absolut am Boden, am Ende. Aber wohl, ja, das sieht noch, ja, könnte unter Umständen noch was lernen. Pipi. Wir besiegen dich trotzdem noch. Kriegen wir hin und dann rennen wir sofort zurück zum Pokémon Center hier. Kann auch nicht die Möglichkeit sein, dass wir den schweren Weg hinunter hier mit nur einem Pokémon machen wollen.
direkt gerade noch von der Inselprüfung gespecht. Nancy besiegt. Ja, hat doch geklappt. Ja, diesen Weg werde ich nicht mit solchen Pokémon-Team gehen. Ja. Erstmal heilen hier. Na dann, auf geht's. Dieser Weg wird kein leichter sein. Der Weg ist steinig und schwer. Ja, brechen wir auf. Auf nach unten. Den Weg hinunter bis zum zur Route 10. Welche Route ist denn das dann eigentlich? Von unten Route 10 auf uns wartet. Voltwechsel! Ah, wo wir gerade dabei sind. Müsste nicht Pikachu jetzt eigentlich diesen Z-Kristall kriegen können? Voltium Z oder so ähnlich? Ja, das konnte er. Er hat es sogar bekommen. Jetzt kann er hoffentlich eine schöne Elektro-Z-Attacke einsetzen. Kann ich mich an dem vorbeischleifen? Schleifen ja auch. Schleichen. Ja, kann ich. Dass ich hier oben patrouillieren kann. Verdammt, ich schwöre meinem treuen Pokémon. Oh, er will gar nicht kämpfen. Auch schön. Joa, hier gibt es auch noch ein Item. Turboball. Ja, diesen Weg sollte man auf jeden Fall hinuntergehen, weil, ja, hier findet man einige Items und findet man auch gute Trainer und, ja, ist auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Also man sollte nicht sofort den Bus wieder mit zurücknehmen. Ja, schade drum, oder? Und wer steht dort links in der Ecke? Da steht dort ein Trainer mitten im Abhang und spielt der Golf dort auf der Klippe? Okay, jedem das seine, jedem sein Hobby. Frag mich bloß, wie er da hingekommen ist und wie er wieder zurückkommt. Jetzt sag ich dir mal was, Trainer. Ja, Wanderer, wir lieben es zu kämpfen. Jo. Dann kämpfen wir mal gegen den Wanderer und danach holen wir uns den Herrscher-Sticker, den wir schon dort links neben dem Wanderer gesehen haben. Den wir schon entdecken durften. Ein Kleinstein. Okay, das Kleinstein sieht ziemlich ölig aus. Ist wohl die Alola-Form. Oder was? Alola Kleinstein. Ja, okay. Das sieht ein bisschen strange aus, aber was soll's. Nitro-Ladung. Das wird auf jeden Fall was bringen gegen Kleinstein. Ja, gut. Logik ist nicht, das ist nicht so meine Stärke. Wisst ihr ja, das ist ja generell bekannt. Wer meine Videos guckt, der weiß, wie es um meine Logik steht. Oh, Bohrschnabel, das haben wir ja zwischendurch mal gelernt. Offscreen habe ich das mal mir beigebracht. Ist passiert, als ich das Herrscher-Pokémon besiegt habe. Und ja, Steve, dem geht es gerade nicht so schön. Geht's nicht so gut. Schnabelkanone, wenn wir überhaupt noch einmal einsetzen dürfen. Nein, dürfen wir nicht. Wieso hat Kleinstein Elektroattacken? Was zum Geier? Ist die Alola-Form jetzt Donner, Stein? Wie passt das zusammen? Naja. What the hell? Aber eins kann ich euch ja verraten. Dave, also mein Gyarados, das bringt bei dieser Inselherausforderung gar nichts. Also könnt ihr vergessen, das ist. Also. Der hat es dann irgendwie noch im Offscreen-Training Eiszahn erlernt, aber die Attacken von dem sind also generell nicht effektiv, also komplett am Arsch. Also wenn kannst mit Gyarados nicht gegen den kämpfen, es sei denn, der ist mega stark und wahnsinnig überlevelt und dem Herrscher guckt man um 10, 20 Level voraus, aber wenn der so auf dem gleichen Level oder auf dem ähnlichen Level ist, vergiss es. Also das Pokémon, mit dem ich den Kampf geschafft habe, aber auch nur mit aller Not, also ist wirklich sehr knapp gewesen, dieser Kampf, war mein hier Vogel-Pokémon, mein, wie heißt er, ich habe es gerade wieder vergessen, das, was als erstes im Kampf eingesetzt wurde, hier in diesem Wandererkampf, der exotische Vogel hier, der Papagei, der, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich weiß, ist kein Papagei, aber wisst ihr, welches Pokémon ich meine? Das Feuerflug-Pokémon. Rotom meldet sich zu Wort. Professor Heinrich Eich ruft an. Brrrt. Hallo, ich bin's, Heinrich Eich. Sieht so aus, als hättest du ein paar Herrscher-Sticker gesammelt. Du solltest mal am Kantai-Strand vorbeischauen. Ah, ich kann mir wieder was leisten. Ich kann mir wieder ein Pokémon abholen.
Werden wir wohl noch machen. Wenn wir mal am Kanterstrand sind, dann holen wir uns ein neues Pokémon von ihm ab. Und hier gibt es noch ein Item. Oh, und ein Trainer. Was? So weit? So weit weg und der kann mit mir kämpfen. Wie soll denn das funktionieren? Sollen unsere Pokémon in der Luft schweben? Über dem Abgrund. Hoppla, sich direkt von einem Golfer zu stellen. Das ist gefährlich, junge Dame. Ja. Rede den so leise, weil der ist weit weg. Golfer Donald fordert dich heraus. Golfer Donald. Okay. Ja. Drei Pokémon, ach du Schande. Und gegen den sollte man auch kämpfen, aber ja. Die Logik hinter Pokémon an dieser Stelle. Die hinterfrage ich sehr stark. Also das ist mir eine Frage, wie das funktionieren soll, weil der ist wirklich 300 Meter weg. Also der Abstand dazwischen ist wirklich enorm. Und ja, erstens, wie der mich erkannt hat, ist mir eine Frage. Und zweitens, wie das verläuft. Also normalerweise muss ja irgendwie in irgendeinem Bereich der Pokémon-Kampf stattfinden. Die müssen sich ja auf einem Untergrund irgendwo treffen, und um sich anzugreifen, aber ja gut. Und Game Freak war noch nie für seine großartige Logik bekannt in Pokémon-Spielen. Ja, andere Pokémon, da kannst du wirklich daneben stehen. Kannst du links neben denen stehen und kannst schon quasi gegen sie rennen und sie bemerken dich nicht. Du musst direkt vor ihrer Nase stehen, damit sie dich bemerken. Da ist Eiszahn, die Attacke. Immer eben erwähnt. Du musst halt wirklich schon vor ihrer Fresse stehen. Du musst dir schon ins Gesicht gucken. Du musst schon sagen, hi, hier bin ich. Greif mich an. Und dann gibt es solche Leute wie ja, dieser Golfer, der steht dort 300 Meter entfernt auf einer Klippe irgendwo. Hat wohl scheinbar ein Fernrohr mit dabei und sieht dich schon dort drüben auf der anderen Seite der Klippe stehen. Ja, Also man muss sich schon irgendwo für entscheiden. Also entweder man sagt, die Trainer sind halt wahnsinnig kurzsichtig und können dich halt wirklich nicht sehen und sind auch gefühlstaub und merken es halt auch nicht, wenn du sie quasi in die Seite piekst und sagst, hey, hier bin ich, kämpf mit mir. Oder du sagst halt, ja, die können schon von der Entfernung aussehen, aber dann will ich bitte auch, dass so ein Wanderer auf der Straße dort mich bitte auch von Weitem kommen sieht. Versteht ihr, was ich meine? Game Freak, verstehst du, was ich meine? Dann möchte ich bitte auch von dem schon angesprungen werden, wenn ich bis auf 300 Meter da rankomme. Ja, das kann dann schon sehr erschreckend sein, aber ja. Ihr habt da zwei Optionen. Entweder oder. Macht mal was draus. Entscheidet euch mal. Wenn ihr euch dafür entscheidet, dass es so bleibt bei der alten Methode, dass die dich halt erst erkennen, wenn du direkt davor stehst, dann darf aber auch bitte so ein Trainer, der von der anderen Klippe auskommt, nicht möglich sein. Du Knoffe, was ein Jene. Hudi, ja, mein halbes Team ist schon besiegt hier. Okay, auch ein Kampf für sich. Die Suchdecke. Komm, Hudi, hau rein. Was, hat sich selbst besiegt oder was? Oh, von mir aus. Hudi erreicht Level 34. Auch wundervoll, wird sich wohl bald entwickeln. Und Heilböen ist fehlgeschlagen. So, letztes Pokémon. Ich kämpfe natürlich weiter. Dann haben wir bald das End-Pokémon, die Endform von dem Herrscher-Pokémon, von dem Starter. Quatsch, von dem Starter-Pokémon, nicht von dem Herrscher-Pokémon. Hudi ist kein Starter-Pokémon. Doch ist ein Starter-Pokémon, aber kein Herrscher-Pokémon. Ich rede mich aber hier auch, hätte auch im Kopf und Kragen, mal wieder. So, Meteno. Bodycheck. Das ist ein starkes Pokémon, ja, das ist gut im Angriff. Das kann ordentlich reinhauen. Blattwerk ist aber auch gut. So, lass uns es besiegen, Hudi. Das letzte von vieren. Oder von dreien? Wie viel hatte er? Drei hatte er. Das letzte von dreien. Rasierblatt, komm. Das andere, das Blätterwerk, war auch effektiv. Meteno wurde besiegt. Schön, schön.
haben wir es doch mal geschafft. Dann tue ich mal wieder. Golfer Donald wurde besiegt. Furry! Sven Fee gewinnt 1800 Bukowo-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Golfer Donald Trump. Donald hervor. Oh! Da haben wir von der Entwicklung geredet und schon passiert's. Nanu, Hoodie entwickelt sich! Nice! Glückwunsch, dein Hoodie wurde zu einem Silvaro. Wenn das nicht königlich aussieht. Und hinter der Kamera dance ich ab zur Musik. Ja, gute Musik. Und damit wäre die Entwicklung vollständig. Die Entwicklungsmusik war schon immer in allen Generationen wundervoll. 1, 2 und schwupp. Hoodie hat unheilige Böen vergessen und Schattenfessel erlernt. Schön. Die Musik in Pokémon ist generell sehr schön. Da dance ich immer gerne so ab. So Oberkörpertanz. Auf meinem Hocker hier sitzend bei der Aufnahme und dann so mit dem Oberkörper shaken. So, was ist hier noch? Noch ein Kampf. Erstmal gegen ein wildes Pokémon. Ein Pi. 3,215747. Ich kann kein Pi nicht auswendig. Aber so ungefähr. Ja, waren Mathe nicht sehr gut. Aber Pi mag ich trotzdem nicht. Oha, ein Trainer. Bei einem Kampf gegen einen Sammler kann man mehr über seltene Pokémon lernen. Hoffentlich nicht so viele Pokémon. Bitte lass ihn nur ein oder zwei Pokémon haben. Okay. Ja, mein Wunsch war dem Spielbefehl. Pokémon, ja. Wurde erfüllt. Ui, das ist scheinbar wirklich ein schlechtes, ein seltenes Pokémon. Alter, diese Versprecher heute, Alter. Schlimmer geht's nimmer. Dann setzen wir mal die Z-Attacke. Brillante Blütenpracht ein. Bei dieser Weiterentwicklung hier, bei der Endentwicklung, das einmal sehen. Brillante Blütenpracht. Hoodie, Z-Kraft. Und jetzt wird's episch. Brillante Blütenpracht. Auf ihn. Nice. Quarter Mac heißt das Pokémon. Das ist ein epischer Name. Ein sehr schöner Name. Sieht auch so aus wie ein Quarter Mac. Ein Blattwerk. Und der Attacker hat ja wohl ordentlich reingehauen. Aber die Z-Attacke kann sich sehen lassen. Es gibt, glaube ich, noch eine Hoodie. Z-Attacke, eine spezielle Starter-Pokémon-Entwicklung-Attacke. Die dann noch mit Pfeil und Bogen oder sowas macht er dann noch irgendwas Robin Hood mäßig. Kriegen wir doch auch irgendwann noch so ein Selbstkristall dafür. Und ein Kommandutan, ah, okay, auch ein schöner Name. Rasierblatt, rasier den Kommandutan. Ist so haarig. Muss mal wieder zum Friseur. Wird rasiert. Jo, ordentlich rasiert. So, Röntgenschmied. Und Kommandutan. Ich hoffe, er kann immer noch kommandieren, wenn ich ihn rasiere. Mit Rasierblatt, mit Blättern rasiert. Na komm. Mach's alle, Uli. Du siehst königlich aus. Mach auch königliche Attacken, bitte. Ja, das war sehr königlich. Fürstlich königlich. So was Blödes, jetzt muss ich dir wohl echt mein Wissen anvertrauen. Dabei war das mein letztes Ass im Ärmel. Sven Fee gewinnt 960 Pokédollar und hier siegreich aus dem Kampf gegen den Sammler hervor. Vertrau mir mal dein Wissen an. Es lohnt sich, seinen Hals in die Luft zu recken, um Ausschau nach Pokémon der Kategorie Meteorit zu halten. Ja, genau, ein bisschen wie ein Tortunator.
Aha, aha, sehr wissenswert. Na dann, wollen wir mal weiter die Strecke hinunter. Ich weiß, der Weg ist kein leichter, aber wir müssen es trotzdem machen. Oh, hier steht schon der Bus. Sind wir schon unten angekommen oder was? Sind wir am Ende unserer Reise? Ihr wisst wie? Im Trainerpassmenü kannst du jederzeit ein neues Passfoto schießen, wenn du dein Outfit oder eine andere Frisur änderst. Wird das Passfoto automatisch angepasst? Ja, habe ich schon erfahren. Habe schon selbst herausgefunden. Oh, hier kann man auch durch. Kann man wohl auch von oben kommen. Aha. Was mit euch? Selbst im tropischen Klima von Anuna kann es auf Berggipfeln ganz schön kalt werden. Aber ich, Genie, habe ja zum Glück meinen Magma mitgebracht. Hahaha. So, ich will da mal bitte durch. Danke, dass du den Kuckuweil-Bus nimmst. Willst du bis zur Haltestelle am Fuß des Berges mitfahren? Nein, ich will zu Fuß weiterlaufen. Aber gut, gibt wohl keine andere Option, weil der versperrt den Weg. Der Kuckuweil-Bus steht immer zu Diensten. Diese 2 Meter bringen wir unsere Passagiere schnell und sicher ans Ziel. Alle einsteigen bitte. Den Rest des Weges dürfen wir wohl nicht laufen. Ist von Nintendo nicht programmiert worden, von Game Freak. Soll wohl nicht so sein. Ach ja, und dieses Rätsel hier mit den Pokémon, die das Mädchen hier oder die Frau hier haben möchte, habe ich auch offscreen gelöst. Ja, war ja nicht mehr schwer, waren nur noch 2 Pokémon. Sind sie nicht süß und vielleicht so stark und wild? So ein bisschen Pokémon sein, oder? Ich liebe meine Verdusi über alles. Ja, die Verdusi haben wir gefunden. In Malicia City. Dann auch hier nochmal mein Pokémon-Team heilen und dann können wir weiter zum Malicia Ziergarten aufbrechen und dort uns den Dialog von Professor Kukui und Co. anhören. Aus Pokémon. Sonne sein und so wie das Muster hier von diesem Spiel uns verrät, dürfte es auch keine sonderlichen Neuerungen in diesem Dialog geben. Also bisher waren die Inselprüfungen das größte und das prägnanteste, was sich geändert hat. Ja. Neues passieren. Aber vielleicht passieren da noch ein paar Neuerungen. Werden wir sehen, wir schauen bald mal rein in den Malicia Ziergarten. Ja, da schauen wir direkt mal rein. Schau mal, wie es dort weitergeht mit den Dialogen, was die Leute da drin zu sagen haben. Aber erst im nächsten Part. Dort werden wir erst im nächsten Part reingehen. Heute sind wir so ein bisschen den Weg hinuntergelaufen, Berg hinauf und auch wieder runter. Da hinauf sind wir dann im Part davor gelaufen und ja, jetzt wieder runter. Und haben ein bisschen was erlebt. Es hat sich das Anfangs-Pokémon entwickelt. Und ja, war noch ein Part wert. Der Part ist schon lange genug. Wenn wir es an dieser Stelle Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt und den nächsten Part sehen wollt, wie es hier weitergeht mit dem Dialog, Professor Kukui und so weiter, generell wie es mit der Story weitergeht, wie wir hier weiterkommen. Ja, seid mit dabei, lasst ein Abo da, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung und wisst auch sofort, wenn es da ist, könnt ihr es reinziehen. Na dann, bis dahin habt eine angenehme fürstliche Zeit, gehabt euch wohl und haut drinne, man sieht sich. Ciao, ciao.